Wir passen uns jetzt mal dem Wetter an, denn es fängt leicht an, herbstlich zu werden. Ich sage auch speziell wir, denn Anni und ich zeigen euch eine herzhafte Kräuterbrot-Variante und wie man diese Ganze zubereitet und was wir dafür Zutaten brauchen, das zeigt euch jetzt die Anni. So, folgende Zutaten benötigen wir für das Kräuterbrot. Erstmal brauchen wir eine Handvoll Schnittlauch, eine Handvoll Petersilie. Da ist egal welche, ob die krauselige oder die Blattpetersilie, je nachdem, was er gerade im Garten oder beim Einkauf findet. Dann brauchen wir 100 Gramm Margarine und dann brauchen wir 1 Kilo Weizenvollkornmehl, 2 Teelöffel Salz. Aber ich habe das jetzt ein bisschen umgewandelt. Ich habe jetzt von Ankerkraut dieses Mary River Salz. Davon nehme ich dann auch 2 Teelöffel. Das ist jetzt hier gerade bei diesem herzhaften Brot auch eine sehr leckere Variante. Dann brauchen wir 2 Teelöffel oder eher gesagt 2 Päckchen Backpulver, 600 Gramm Joghurt, 200 Milliliter Milch, 200 Gramm geriebenen Gouda und so circa 160 bis 180 Gramm Schinkenwürfel. So, jetzt kommen wir erstmal zur Zubereitung. Das Mehl ist jetzt schon in meiner Küchenmaschine drin. Da gebe ich jetzt noch die Trockenzutaten dazu, wie die 2 Packungen Backpulver und dann 2 Teelöffel Salz. Und dann vermengen wir das eben einmal. Dann geht es dann jetzt weiter. Jetzt gebe ich noch die Margarine dazu. Lasst das aber jetzt alles auf kleiner Stufe dann schon mal mitlaufen. Nur, dass ihr euch nicht wundert wegen dem Krach. Die Margarine fülle ich jetzt hier ein. Dann kommt die Milch dazu. Geht jetzt alles relativ zügig. Und dann kommt der Joghurt auch schon gleich im Anschluss mit da rein. Das verrühren wir jetzt erstmal und dann sehen wir uns gleich wieder. So, ich habe den Teig jetzt 5 Minuten ungefähr durchkneten lassen. Jetzt geben wir auch sofort schon den Käse mit da rein. Und wenn der drin ist, kommen auch schon gleich die Petersilie und der Schnittlauch rein. Den habe ich jetzt eben schnell klein geschnitten. Alles direkt da rein. Sieht ziemlich voll jetzt aus, das macht aber nichts. Jetzt schalte ich die Küchenmaschine wieder an und dann lassen wir den Teig richtig schön lange noch mal durchkneten, bis dann sich alles schön vermengt hat. Das dauert eine Weile, aber wir sehen uns gleich wieder. So, die Küchenmaschine hat jetzt knapp 10 Minuten geknetet. So sieht der Teig jetzt aus. Ich werde ihn jetzt trotzdem noch mit der Hand ein bisschen nachkneten und damit der Teig noch ein bisschen geschmeidiger wird, gebe ich einen ganz kleinen Schuss Öl noch mit rein und werde das per Hand dann unterkneten. Das ist nur, damit der Teig an sich ein bisschen geschmeidiger wird. Und dann knete ich jetzt mit Hand weiter. So, den Teig habe ich jetzt mit Hand nochmal nachgeknetet. Ich habe mich jetzt für eine runde Form entschieden, weil später meine Backform auch rund ist. Nicht, dass er denkt, ich habe die Schinkenwürfel vergessen, weil die werden nicht in den Teig mit reingeknetet, sondern die kommen jetzt oben drauf und werden dann leicht angedrückt. Das verteile ich jetzt natürlich dann noch komplett auf der ganzen Oberfläche. Ich habe hier noch ein paar Würfel, aber bevor Fragen kommen, wie der ganze Teigklumpen dann zubereitet wird oder praktisch dieses Kräuterbrot. Da müsstet ihr jetzt den Backofen auf 180 Grad vorheizen und ihn dann für circa, ich sage jetzt mal 40 Minuten ungefähr, bei Ober- und Unterhitze
fertig backen. Und ich habe mich aber hier jetzt für eine andere Alternative entschieden und ich gebe jetzt weiter an meinen Mann von tobias.grill.de. So, die Anja hat euch ja schon gezeigt, wie der Teig funktioniert und was wir da für Zutaten brauchen. Ich übernehme dann den Backpart. Eigentlich ist das der Part für den Backofen, aber ich übernehme das jetzt am Grill. Wir haben hier den Weber Dutch Ofen. Der ist geeignet für das GBR-System von Weber selbst. Ich habe mich da jetzt halt für die Weber Holzkugel entschieden. Die heizt draußen schon vor. Was wir hier jetzt machen müssen, und zwar, ich habe das schon vorbereitet. Ich habe jetzt hier ein bisschen Backpapier mit reingenommen. Das ist eine sehr strapazierfähige. Und da nimmt jetzt der Brotteig drin Platz. So, der Teig hat jetzt hier drin Platz genommen in den Weber Dutch Ofen. Der Grill ist wie gesagt am Vorheizen. Ich sage jetzt mal, ich habe ihn jetzt so auf indirekte 200 Grad vorgeheizt, weil der Dutch Ofen selber an sich, der braucht ja erst noch mal ein bisschen Hitze, um das Ganze anzunehmen. Was halt ganz wichtig ist in den ganzen Backvorgehen, dass der Deckel geschlossen wird und somit halt der Brotteig in sich drumherum die gleiche Hitze abbekommt. Und wie es dann weitergeht, sehen wir uns gleich am Grill. So, der Grill ist jetzt vorgeheizt auf besagte 200 Grad indirekte Hitze. Der Dutch Ofen hat da drin jetzt schon Platz genommen in dem Weber GBS-System. Schließt jetzt einfach nur den Deckel und dann gucken wir mal innerhalb der nächsten 40 bis 45 Minuten nochmal nach. Jetzt gucken wir mal nach, sind jetzt ungefähr 40 Minuten rum. Ja, perfekt. Ich lasse ihn jetzt so in den Grill nochmal für die letzten 10 Minuten anknuspern, damit der Speck hier oben so richtig schön kross wird. Da ist es also, das herzhafte Kräuterbrot. Lassen das jetzt so stehen. Das war jetzt insgesamt 50 Minuten, wie gesagt, im Kugelgrill drin. Die letzten 10 Minuten halt den Deckel abgemacht und wir nehmen den da jetzt raus, lassen ihn noch ein bisschen abkühlen und Anni schneidet ihn für euch an. So, hier haben wir jetzt das leckere, herzhafte Kräuterbrot. Und von außen sieht es schon mal total super aus. Klopftest besteht es auch. Und dann schneide ich das nochmal für euch an, weil wir auch sehen wollen, wie es von innen aussieht. Oh, und da steigt ein Duft hoch, das ist ja Wahnsinn. So, dann nehme ich das mal eben nochmal beiseite, dass ihr auch sehen könnt, wie das Brot von innen aussieht. Das war's, das Rezept zum herzhaften Kräuterbrot von mir und der Anni. Ich hoffe, das Rezept hat euch gefallen. Wenn ja, gebt mir und der Anni einen Daumen für dieses Video. Das verlinke ich euch hier unten in der Infobox. Und falls ihr es eh noch nicht getan habt, könnt ihr mich oder die Anni abonnieren. Für weitere Tipps und Tricks schaut auf tobias.grill.de nach.